Ja, Corona war es jetzt auch nochmal hier die große Krise und diese Curve, die wir flatten müssen. Alle sprechen so, wir müssen die flatten the curve. Aber es gibt ja noch eine viel krassere Curve, die wir flatten müssen. Und dafür haben wir auch überhaupt keine Zeit mehr. Ist klar, geht um Klimawandel, Klimaschutz. Und da seid ihr jetzt natürlich alle so, oh Gott, aber es ist doch Wirtschaftskrise, was sollen wir machen, Konjunktur und sowas. Und wir können doch jetzt nichts in den Klimaschutz investieren, aber man kann es ja vielleicht auch ein bisschen positiv sehen. Ne? Die Krise hat ja gezeigt jetzt, man kann auf Wissenschaftlerinnen hören, Menschen können ihr Verhalten relativ schnell, relativ radikal ändern und die Politik kann auch relativ schnell, relativ große Summen in die Hand nehmen. Und da ist jetzt eben entscheidend, dass es natürlich investiert wird, das Geld, um gleich einen Umbau in eine gerechtere und ökologischere Gesellschaft zu erwirken, in eine CO2-arme oder Low-Carbon-Economy. Und da ist das Gute, dass die Jobs, über die wir jetzt da gerade reden, Pflege, Wissenschaft, Carework im Allgemeinen, Kunst, Forschung, dass die alle sehr gut sich sehr gut mit einer CO2-armen Wirtschaft vertragen und dass jetzt sowas wie Autoindustrie oder Luftfahrt eben eigentlich jetzt eher nicht so unterstützend wert sind und ja auch Produkte, dass da Produkte angeboten werden, die wir eben nicht mehr so viel konsumieren sollten. Und um diesen Umbau in eine Low-Carbon-Economy jetzt auch so ein bisschen konkreter irgendwie zu skizzieren oder um zu erzählen, wie das aussehen könnte, haben wir zwei echte Senior Consultants eingeladen, echte Experten auf dem Gebiet. 120 Jahre alt sind sie. Die haben schon wirklich alles an Krisen und an Lösungsansätzen durch. Und deswegen freue ich mich sehr, jetzt auf der Bühne zu begrüßen, direkt aus dem Kiez, mit Kindle noch in der Hand sozusagen, Kalle und Paule. Ja, guten Tag. Ich dachte schon, hört ihr einmal auf. Ja, warten wir noch, bis es vorbei ist, wa? Mit dem Klatschen. Gut. The Blues. Und ich hatte es schon ziemlich lange. Ich sag mal so, ich hatte den Blues schon, da hieß es noch schlechte Laune. War schon schlecht drauf, war, bevor es cool wurde. Ja, naja, aber ist ja auch kein Wunder, dass du schlecht drauf bist, wa? Ich meine, guckt euch das Elend mal an. Ja. Guckt euch das einfach mal an. Kannst du nicht ausdecken. Ja, Polizeigewalt, Rassismus, Corona. Denn Wirbelstürme hier, Sturmflut da, Klima, das ja. Ding. Ja. Und denn die Klimaleugner. Ja. Ey, da kriegt gleich so einen Hals weg. Ey, ja, nicht wahr? Das macht ja auch keiner was, wa? Nee. Naja, alle nur mit ihren Handys unterwegs, war. Alle wissen Bescheid, aber alle gucken mal aufs Handy, war. Und ich sage dir, ja. The Revolution will not be televised, weil it's not Instagrammable, war. Jeff, du musst das echt, man muss das machen. Man muss das machen. Guck dir das alles an und ich kann es verstehen, ey. How dare you, wa? How dare you, This is all fucking wrong. Ja, kann ich auch sagen. Ja, ja. I shouldn't be here, wa? Ich würde gerne in der Laube sitzen, die Füße hochlegen, weil ich will mich nicht aufregen. Will ich nicht, wa? Nee, ja. Ist ja echt mein Job. Ja. Naja, dann kannst du auch mal was machen, wa? Mach doch mal was. Irgendwas dagegen. Mach doch mal was. Mach du doch mal was. Was soll ich machen? Ja,
Ja, was soll ich machen? Was weiß ich? Mach irgendwas, verstehst du? Was weiß ich? Pflanzenbaum? Pflanzenbaum? Kannst du da selber einen Baum? Ne, jetzt so ekelhaft. Ja, wobei, ja, wobei, so ein Baum, wa? Wenn du so einen Baum pflanzt, ja, ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, wa? Eigentlich ist ein Baumpflanzen ziemlich gut, wa? Das ist ja eigentlich genau richtig hier. Ja? So ein Baum, ein Bäumchen? Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wa? So ein Baum, ich bin hier, Krone, Feuchtigkeit, ich sag mal poetisch. Ich hab einen Traum. Ich pflanz einen Baum. Nee, pass auf. Ich pflanz einen Baum. Das kannst du mal glauben. Das ist kein Traum. Weil ich mach das. Okay, ja, da hast du natürlich recht, das musst du machen, das kannst du nicht nur von träumen, Mann, hey, du musst... Das shootet, außer man tut es, ja, 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 und weil wir es nicht wollen, ist krasser, machen ist wollen nur krasser, ja, ja, ich würde nicht lesen. Ja, ja, aber so, das einzige Problem ist natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, also wenn ich jetzt einen Baum pflanze, wa, und du auch, und er vielleicht auch noch einen, dann haben wir schon drei, ja. Aber das macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, wir müssen das größer aufziehen. Da müssen eigentlich alle da mitmachen. Ja. Und da müssen wir am besten wer, da muss die Bundeswehr ran. Da müssen wir die Bundeswehr. Ja, da musst du so richtig, durchorganisiert sein. Ja. Flugscharen, Schwerter zu Flugscharen. Genau, dann gleich hinterher und Setzlingerin. Ja, ja, ja. Panzer zu Pflanzern. Ja, sehr schön, wa? Sehr schön. Dann, bist du, und dann wird die endlich mal richtig grün, wa? Ja, ja. Und dann flächendeckend Baumwademang. Ja, und dann hier mal Soldaten sind Förster. Ja, wisst ihr mal schön. von dem Ding. Und dann machen wir so eine Twitter-Kampagne. Hashtag Pflanzerfaust. Pflanzerfaust, genau. Und dann Deutschlands Zukunft wird am Hindukusch gepflanzt. Genau, schnell Eingreiftruppe und dann deutsche Förster, deutsches Geld, pflanzen mit in aller Welt. Und jetzt ein bisschen kolonialistisch. Kannst du jetzt nicht so sagen. Also, was ist denn das jetzt? Also, ja, ja, gut. Jeder sollte vor seiner eigenen Tür pflanzen. Ja, oder? Also, ich dachte mir, also, wer eine eigene Tür hat, wohl gewünscht, da könnte man, ist ja gut, dann jeder pflanzt selber. Hauptsache wird gepflanzt, je Baum, je besser, sag ich mal, wa? Ja, ja, ja. Und dann, muss das Ganze noch, wir müssen die Leute richtig auch emotional berühren damit. Ja. Wir müssen eine Hymne. Wir brauchen eine Hymne. Ja, ja, dann haben wir doch. Mach mal sowas. Er kann ja klimpern. Ja, ja. Verstehst du? Richtig was mit Elan. Ja, sowas mit Kampfgeist, weißt du? Mit Pflanzgeist. So, Pflanzgeist. 3, 4. Ja, genau sowas. Wir können nicht länger warten auf zu neuen Taten. Nehmt euch euren Spaten und nehmt euch eure Saaten. Lasst was wachsen, lasst was sprießen, pflanzt was ein, vergiss nicht zu gießen. Alle für ein Ziel, Bäume und zwar viel. Ja, genau so, wa? Und dann, ja. Und dann, gut, aber weißt du, jetzt haben wir natürlich das Problem. Also bei der Bundeswehr ist es relativ einfach. War das so, wenn die AKK sagt, wir pflanzen, dann pflanzen die. Ja, ja, dann wird das da ist gepflanzt. Ja, so von oben herab so. Halle der Patten, okay, bam. Wird das hierarchisch organisiert? Ja, ja. Bei der Zivilgesellschaft ist es ein bisschen komplizierter. Da kann man ja keinen Befehl rausgeben. Die muss man überzeugen. Ja, da braucht man so eine. Mit Argumenten kommen. Braucht man eine Kampagne. Oder mit einem Witz oder so. Ja, irgendwie. Auf hier, bist mal, so eine Kampagne richtig. So weit wie hier, Bi Berlin. Weißt du mal, Bi Baum oder so. Bi Baum, du glaubst es kaum. Ja. Lebt dein Traum, Pflanzenbaum. Genau. So, perfekt. Ja. Und die Bundeswehr kann gleich bei ihrem Spruch bleiben, wa? Ja. Mach, was wirklich zählt, wa? Endlich passt es mal. Ja, endlich macht der Spruch Sinn. 3, 2, 1, Pflanz. Ja, genau. Oder Pflanz different, Apfelbaum. Ja, lebst du noch oder pflanzt du schon? Ja, genau. Ja, oder pflanz dein Ding. Nee, ist komisch. Aber so vom Prinzip her, das ist genau, was wir brauchen. Genau, das müssen wir dann nochmal brainstormen. Das wird eine riesen Kampagne, das wird ein Renner. Ja, da machen alle mit, alle machen mit. Ja, und dann brauchen wir vielleicht, das Einzige, muss man noch vielleicht die Jugend.
den müssen wir auch noch die Jugend überzeugen, weil die kriegst du ja heute total gar nicht mehr von der Couch runter. Also, naja, die sind ja sind teilweise. Ja wirklich, also, das ist ja wirklich. Einmal freitags begnügen sie sich. Was denen fehlt, was der Jugend fehlt, sind einfach so ein paar ältere Herrschaften, die dir nochmal ein bisschen den Rap beibringen, weißt du? So ein paar alte Knacker, die dann mal auf ihre alten Tage so ein bisschen Rap machen. Weil Rap ist ja die Sprache der Jugend. Das ist ja, was die jungen Leute anspricht. Und dann machen wir Rap ist ja immer so, ist ja so Sprechgesang quasi. Und dann aber auch mit so einem Wettkampfgedanken nochmal dabei. Ja, ich glaube, den Leuten musst du das nicht erklären. Ja, wissen, was das ist. Und die Jugend ja erst recht. Ja. Aber dann bitte doch mal was vom Feinsten hier. Du kickst mir an, denkst dir Kappenrappel, aber weit dir fehlt, da ich pflanze eine Pappel. So. Ja, so weit. Ja. Warte, jetzt ich kenne. Du denkst, ich kipp mir einen hinter die Binde, aber mach ich gar nicht. Ich pflanze eine Linde. Eine Linde, nicht schlecht. Schöner Baum. Kann man noch ihr. Du findest, dass ich etwas desperat wirke, aber ich geh nicht in die Klapse, ich pflanze eine Birke. Ja, so in der Art. Du machst Urlaub auf Malediven, ich fahr nach Italien und pflanze Oliven. Ja, du fragst dich, was ich in deinem Vorgarten suche. Ich verstehe die Frage nicht, ey. Ich pflanze eine Buche. Ja, eat the rich, ich esse Reiche und zum Dessert pflanze ich eine Eiche. Du beschwerst über das Niveau und sagst, es sinkt tiefer, aber ich höre nicht auf, sondern pflanze eine Kiefer. Du kommst auf mich zu und willst, haust mir auf die Fresse. Ich kau zurück, bring dich unter die Erde und auf dir pflanze ich eine Zypresse, alter Bär. Du sagst, es reicht, jetzt ist aber Schluss. Ich sag nee und pflanz noch schnell eine Walnuss. Ja. Du denkst, der reingeht in eine Hose, aber ich hab doch eine gepflanzte Aprikose. So in der Art. So in der Art, weißt du, so. Damit überzeugen wir die Jugend. Ich würde sagen, dann haben wir sie alle. Und es wird eine Riesenbewegung. Da ist die Bundeswehr dabei, die komplette Zivilgesellschaft und sogar die Jugend. Was soll noch schief gehen? Pass mal auf, die umgedrehte Bundeswehr. Wir müssen das Konzept nochmal denken. Ich würde erstmal von meinem eigenen Gang, habe ich ja nicht, aber ich würde einfach mal was pflanzen. Ja. Aber vielleicht spielen wir vorher noch ein Refrain. Ja. Weil ein Refrain. Ja, so ein Refrainchen, der die Seele erwärmt. Ja, so ein Refrain, der geht einfach immer. 3, 4, wir können nicht länger warten, auf zu neuen Taten. Nehmt euch euren Spaten und nehmt euch eure Saaten. Lasst was wachsen, lasst was sprießen, pflanzt was Einfaches nicht zu gießen. Alle für ein Ziel, Bäume und zwar viel. Wir können nicht länger warten, auf zu neuen Taten. Nehmt euch euren Spaten und nehmt euch eure Saaten. Lasst was wachsen, lasst was sprießen, pflanzt was Einfaches nicht zu gießen. Alle für ein Ziel, Bäume und zwar viel. Vergiss nicht zu gießen, alle für ein Ziel, Bäume und zwar viel. Jawohl. So, und jetzt Mal was pflanzen. Ich glaube, jetzt erstmal was eingepflanzt. Ja, vielen Dank. Tschüss. Wird erstmal was begossen, würde ich sagen. Super.